Aua! Was ist jetzt passiert? Kopf und Kraut. Kein Wunder, heute, Freitag, der 13. Oje, da verkriechen wir uns am besten und bleiben daheim, oder? Nein, wir bleiben überhaupt nicht daheim. Wir gehen nämlich jetzt in die Messehallen. Nachdem das Leben so und so lebensgefährlich ist, gehen wir auch am 13., am Freitag, den 13. los. Also wir sind ja hier jetzt auf der Messe in Stuttgart. Und da stürzen wir uns jetzt rein. Jawohl. Und wir sind gestern Nachmittag ja schon angekommen. Und viele von unseren Freunden haben wir hier schon getroffen, haben also schon einen netten Abend hinter uns. Und ja, und jetzt schauen wir mal, was sich noch so alles ergibt. Auf der Messe. Auf der Messe. Und jetzt geht's los. Ja. Endlich wieder CMD in Stuttgart. Herzlich willkommen nach so vielen Jahren. Ja, also wir freuen uns jetzt richtig drauf, mal wieder hier zu sein. Die CMT ist einfach immer wirklich sehr schön. Genau. So, da sind wir schon in der Halle 7. Das ist die Zubehörhalle. Da wollen wir uns auch hauptsächlich ein bisschen umschauen. Jetzt ist noch alles in der Vorbereitung. Da gibt es noch nicht viel zum Umschauen jetzt heute. Doch, zum Schauen gibt es schon, aber ja. Noch nicht viel Gesprächspartner und so. Nein, die sind alle noch schwer am Aufbau heute. Ja, ja. Wir orientieren uns schon mal und suchen uns für morgen interessante Themen. Mal schauen, ob wir was finden. Genau, einfach nicht abscheiden. Sie? Ja? Weißt du, warum das bei Froli immer ein bisschen länger dauert, bis der Stand aufgebaut ist? Nein, wahrscheinlich schlafen sie zu lang da drin. Die schlafen zu gut. So, hier haben wir noch Glesana, aber außer einer angenehmen Musik hört man da jetzt nichts und ist auch noch nichts los. Schauen wir morgen nochmal her. So, da sieht man die Firma Titronic, da haben wir auch was zu berichten, aber da warten wir, bis ein bisschen Leben da ist. Im Moment ist noch alles ruhig und einbruchsicher. So, hier sind wir beim Stand der Firma Liontron. Kennt jeder die Batterien, wir kennen sie auch. Ja, die ist bei uns eingebaut. Ja, es gibt kundenfreundliche Firmen und weniger kundenfreundliche Firmen. Und die Erfahrung, die wir mit der Firma Liontron gemacht haben, die war leider etwas weniger kundenfreundlich. Aber das berichtet man in einem separaten Video. Ja? Auf jeden Fall, jetzt gibt es 7 Jahre Herstellergarantie. Bei uns hat es nach 3 Jahren nicht mehr gereicht zu einer Garantie. Das ist nur mal vorweg. Und aber wie das ausgeht, die ganze Geschichte, da machen wir ein separates Video. Hin. Also nur zur Info, unsere Batterie funktioniert nicht mehr richtig. Genau. So, und jetzt begeben wir uns in Lebensgefahr. Ja, auch wenn viele das nicht mehr hören wollen, man braucht es trotzdem. Und da gibt es auch Positiveres zu berichten. Aber noch ist nicht alles fertig. Kommt dann morgen beim Video. Wie heißt es? Cinderella Rockefeller. Nee, oder? Da gab es ein Lied, oder? Auch, keine der, auch der Kaiser muss aufs Klo. Ja. Hier aber bei Cinderella hört sich so hieß das Lied nicht. Also blinken tut es auf jeden Fall schön. So, Efeu haben auch schon mal berichtet, sicherlich ein gutes System, aber nicht ganz billig. Ja. Gutes muss auch teuer sein, oder? Muss nicht, aber kann. Ist öfters passiert.
Also irgendwie hat Camping auch was mit Toiletten zu tun, denn überall gibt es Toiletten. Und hier haben wir eine Trockentrenntoilette. Ossi, für uns ist das nichts, oder? Wir bleiben vorläufig bei unserer Kassettenlösung. Die Ossi findet das Thema immer kacke. Oder ja, es gibt schönere Themen. Gehört aber dazu. So, und bei Astzuziehhilfe, da ist der Gerd Seiler. Und da schauen wir morgen auch mal hin. Es gibt gute Entsorgungsanlagen und es gibt weniger gute. Zu den guten gehört mittlerweile Holiday Clean. Die alten sind nicht so komfortabel, aber die neuen, die treffen wir ganz gerne an. Gerade habe ich ja noch gesagt, dass wir bei unserer Kassettenlösung bleiben für die Toilette. Und wir haben ja auch eine Soap-Toilette drin und von daher ist das, glaube ich, auch nicht ganz so unangenehm, oder? Nein, ist super. Also das Soap funktioniert gut. Hat natürlich jetzt teilweise ist es ersetzt worden, weil es gibt ja jetzt auch schon andere Toilettenformen. Aber bei uns tut es immer noch sehr, sehr gut seine Dienste. Jawohl. Jetzt haben wir uns so viele Toiletten angeschaut. Jetzt muss ich mal wohin. Ja, also es gibt Gutes und es gibt Schlechtes zu berichten. Und auch wenn die so freundlich lächeln, deswegen haben wir trotzdem Lob und Tadel. Lob, weil es immer sehr gut organisiert ist. Es ist einfach eine tolle Messe. Ja? Was hast du jetzt bitte schön zu tadeln? Es gibt kein Ausstellerverzeichnis mehr in Papierform. Es gibt es nur noch online. Das ist ein bisschen unpraktisch für uns. Unpraktisch. Obwohl wir ja YouTuber sind, aber trotzdem manche Dinge sind dann auf Papierform schon noch etwas praktischer. Ja. Liebe CMT, ihr scheut weder Kosten noch Mühe. Nehmt die Kosten auf euch. Papierform ist gerade für ältere Herren und auch ältere Damen oder reifere Damen. Damen werden ja nicht so, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, für reifere Damen und für alte Männer ist es einfach besser. Okay, mal schauen. Wenn mal jetzt zurechtkommt. Ja. Ja. Obwohl, ich habe ja einen Plan. Wurde mir extra kopiert. Ja, aber da stehen kein Ausstellerverzeichnis, nichts drauf. Und nein, versucht, nicht richtig, ja. Aber wenigstens kann ich das erkennen. Ja. Hat Mühe gekostet, es zu kriegen. Ja. Presseabteilung war es doch nicht. Ja. So, und ihr könnt weiter winken, wir gehen weiter, ja? Jawohl. Und schon müssen wir uns wieder korrigieren. Und uns ganz, ganz fest entschuldige bei der CMT. Aber nicht bei der Presseabteilung. Man sagt zwar allgemein, was in der Zeitung steht, ist schon einen Tag zu alt. Aber in dem Fall ist die Presseabteilung etwas schlecht informiert. Denn tada. Es gibt einen Visitor Guide. CMT macht alles richtig. Ja, das hat mich ja auch sehr gewundert. Ja, ja, mich auch. Ja. Und es gibt einen Guide. Und wenn wir jetzt da die Bühne gerade noch sehen, die zeigen wir euch natürlich jetzt auch noch. Ja, da ist ja noch nichts. Eben, deswegen zeigen wir es, weil es nichts ist. Ich würde sagen, ich jetzt nichts. Karthago hat auch wohl schöne Fahrzeuge hier. Malibu berichtet Iris und Uwe und die Kreuzfahrtcamper. Auf dem Kanal bekommt ihr alle Infos dazu. Musik.
Ja, und die zwei sind auch da. Allerdings nicht mit einem Avandi. Nein, sie sind umgestiegen. Auf Hümer. Also das meiste, was man trifft, das sind die Aufbauer natürlich, die Security, also die Aufpasser, ja? Ja. Und die YouTuber. Ja, also wir laufen an jedem Eck an irgendeinen YouTuber. Und gehen wir in die nächste Halle, treffen wir alle wieder. Ja, ja, ach, so ist es halt jetzt. Ja. Alle sind unterwegs, aber wisst ihr was? Mir tut mein Kreuz schon wieder weh. Eigentlich könnte die Messe für mich schon wieder vorbei sein. Nein, jetzt geht es richtig los und wir freuen uns schon auf morgen. Ja, klar. Aber es braucht erst eine Pause. Ja. Jetzt haben wir einen Camper-Tobiano da, dann muss ich ihn auch schnell nur drauf filmen. Wir haben zwar schon viele andere getroffen. Ja, ja. Wenn ihr die nicht kennt, abonniere. Sorry. Und komm mal vor uns hier. Komm mal hier. Schau mal, wir sind die drei Orgelpfeifer. Und die größte Pfeife bin ich. Ah ja, also ehrlich, wie du wieder redest. Und dann noch. Das ist auch eine Arbeit, da reinzufahren. So wie es ausschaut, wird es reingezogen. Josi? Ja, da ist ein Haken. Oh, da komme ich ja gar nicht rein, du. Sie wollen reingucken. Wenn die Türen geöffnet werden, dann kann man auch mal richtig reinschauen. Leisten können wir es uns nicht, aber einsteigen können wir. Ach. Ja, schon, aber. Ach. Stöhne zu viel. Oh, da bleibt er jetzt, oder? Ja, da bewegt er sich jetzt nicht mehr. Das ist natürlich. Also, es ist ein schönes Auto. Ja, aber ich glaube, für unsere Zwecke nicht geeignet. Das ist zu mühsam zum Einsteigen, ich bräuchte eine Hebebühne dazu. Aber für Weltreisende natürlich nicht schlecht. Ja, da braucht man es manchmal ein bisschen hoch. Ja, was man da so manchmal schon so sieht. Also Weltreisende ist gut für dieses Fahrzeug, aber hier braucht man auch Weltreisende mit Geld. Wie teuer kommt der Spaß? Ja, wir haben das Fahrzeug gebraucht gekauft. Und wir haben dem Vorbesitzer versprochen, nicht über Geld zu reden. Also Geld spielt keine Rolex. Was noch kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Der Guido ist als Weltreisender hier, aber nicht, weil er Weltreisender ist, sondern weil er Fahrlehrer ist. Stimmt das? Ja, wir haben eine Fahrschule in Kirchheim-Teck und aha, die Fahrschule hat sich spezialisiert auf LKW- und Omnibus-Ausbildungen und alles, was damit zu tun hat. Ja. Und, so langsam kommt Lack und Ordnung rein. Noch stehen ein paar Kisten rum. Aber hier sieht schon alles sehr aufgebaut aus. Und bis morgen ist alles in Ordnung. Picobello und wir sind wieder da. Es sind natürlich auch ein Haufen Menschen da. Wir hatten jetzt die Chance, das eine oder andere Fahrzeug zu filmen. Aber wir machen das am Montag oder am Dienstag. Mhm, genau. Morgen sehen wir uns, wenn ihr wieder zu uns kommt. Wir kommen zu euch auch. Ja. Ciao. Tschüss, bis morgen. Ja.